dauert bei mir immer so lange, ehe ich wieder reinkomme, weißt du? Ja. Alles gut. Wir warten so lange. Sollten wir uns aber dann langsam mal wieder auf den Rückweg machen, wa? Ja. Ich würde nämlich ganz gerne zu Hause ausloggen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Vielleicht noch kurz ein bisschen einsortieren, die ganzen Erze mal in die Kiste schmeißen, damit wir sehen, was wir alles erarbeitet haben. Ja. Wie viel Uhr seid ihr morgen online? Ich hab morgen Spätschicht. Ich auch. Ja, also ich bin morgen online von 19 Uhr bis 21 Uhr, bis ich Mona abhole und danach werde ich nicht mehr online kommen, weil ich Samstag Dienst habe. Und Samstag bin ich 14 Uhr arbeiten und danach noch bei einem Bekannten, dir helfen. Ja. Und danach wäre ich tatsächlich online. Mona hat nämlich morgen auch Spätschicht, ne? Übermorgen meine ich. Ja. Ja. Okay, dann Samstag habe ich auch Spätschicht von 14 bis 22 Uhr. Danach, also nach der Spätschicht, würde ich auch online kommen. Ja, Samstag bin ich auf jeden Fall spät auch wieder on und würde auch gerne wieder aufnehmen dann. Ja, ich denke ja. Auch. Natürlich, wäre ich dabei. Ich kann morgen, wenn ich dann quasi alleine online bin, mal das Video machen, was ich jetzt auch meinen Zuschauern in Anführungszeichen versprochen hatte. Ja. Wo ich mal so ein bisschen rund gehe und mal ein bisschen erkläre, was ich jetzt da schon alles oder was wir jetzt da schon alles aufgebaut haben, gerade so beim Haus und sowas. Ja. Von daher passt das auch. Ja, dann passt das echt. Gehen wir jetzt noch gemütlich nach Hause, nehmen noch mit, was wir finden auf dem Weg und sortieren erstmal ein. Ja, vor allem unser Zuhause ist nur knappe 600 Meter entfernt. Ja, ich sehe von hier aus auch die Mine. Wir können uns eigentlich in die Mine buddeln. Das kommt auch eigentlich am geilsten, wenn ich so drüber nachdenke, weil buddeln ist besser als einfach über die Oberfläche laufen. Ja, sag Bescheid, dann buddel ich mich mit. Ich würde sagen, ja, hier die Mine, die Schlucht hier. Plötzlich bist du wieder da, ne? Genau. So. Warte mal. Ah, das ist Eisenerz, okay. Ja, ich grase alles ab, was ich so finde. Ja, Eisen haben wir jetzt, glaube ich, 7 Stacks. Das ist nicht so notwendig. Also jedenfalls finde ich notwendig, aber alles andere versuche ich möglichst mitzunehmen. Eisen nehme ich auch mit. Kann man immer gebrauchen. Finde ich. Ja, natürlich, klar. Oh, da oben sind Goldbeerenbüsche. Da will ich mich hinbauen gerade mit dem Kackstift. Schwarz, ey. Schwarzen Granit und der Dunkelheit. Hey! Oh nein. Oh nein. Oh, was? Mal gucken, in welche Richtung wir ungefähr müssen. Ist das irgendwie ausgestellt, dass die Creeper-Explosionen Schaden machen? Nein. Also aber die machen einfach extrem wenig Schaden. Ich meine jetzt nicht an uns, sondern an der Umgebung, dass da nicht mehr so ein Loch ist. Nee, das kommt aber ganz drauf an, was. Weil das hier zum Beispiel ist gerade Granit, ne? Okay. Es gibt Materialien, da nimmt das, da wird das nicht so viel ausrichten. Okay. So, eigentlich, wenn wir uns jetzt hier gerade ausbauen und vielleicht nochmal ein Stückchen weiter nach rechts, dann müssten wir in unserer Mine rauskommen. Oh, warte, ich muss mal Sachen verstauen, sehe ich gerade. Ja, wenn es so. Auch so. Wo du es gerade gesagt hast, sortiere ich auch mal ein. Ja. Das so. Hier. Ah, guck mal, Metallbeeren. Meine Erztruhe ist auch schon. Meine Erzkiste ist auch schon voll. Ja. Oder fast voll, ja gesagt. Noch mal ganz kurz einen Abstecher hier in die Höhle. Das ist wahrscheinlich was Kleines, sieht jedenfalls so aus. Aber hier sind wieder Metallbeerenbüsche. Ich will die alle haben. Oh, hier sind auch wieder Büsche. Komm. Holla. Ah, dieses hässliche Wasser immer, ne? Ja, das Wasser ist auf jeden Fall zugebaut. Hier gibt's noch eins. Vielleicht laufen wir einfach durch die Höhle.
Führt das denn mehr oder weniger in dieselbe Richtung? Warte, ich gucke auf der Map. Ja, wie schon. Ich schätze, sie kommen in die Höhle rein. Einfach geradeaus laufen. Einfach den Fackeln folgen. Wenn die Fackeln links sind, bist du richtig. Mal, was hier oben ist, ob hier noch Bärenbüsche sind. Hier sind sie nicht. Pertos! Ah, oh, göttlich, so viel Pertusquarz. Wuhu! Bleierz. Mal gerade auf die Map. Ja. Ja, doch, das passt. Geradeaus hier. Wir machen hier einen neuen Tunnel. Hi! Jo! Hallo! Oh, ich sollte mal wieder Sachen verstauen, sehe ich gerade. Ich wollte gerade sagen, ich nehme nämlich jetzt gerade alles auf. Ja, ich merke das auch immer erst, wenn ich Sachen um mich rumschweben habe. Hat ein Spätwarnsystem. Na, Hauptsache, du hast ein Warnsystem. Ja. So, hier graben wir uns jetzt ein bisschen nach rechts. Passt nämlich gerade mit dem Certus. Wow, jetzt geht's aber schnell. Was war das jetzt für ein Geräusch? Alles gut, ich krieg gerade nur ein bisschen die Krise. Was zur Hölle? Alles gut. Kannst weiter wollen. Haut ihr euch gleich wieder mit Fischen? Kann sein, ja. Wenn das so weitergeht. Halt mich da raus. Weiß, ne? Und die nächste Schlucht. Ja, wow, nee, ist klar. Ja, oh nee, ist klar. Die Welt ist wirklich wohl. Ich würde einfach mal spontan sagen, dass diese Map hier deutlich besser ist als die andere. Was die Rohstoffe angeht, auf jeden Fall. Ich sage nur die, keine Ahnung, gefüllten 20 Stacks Diamanten, die wir haben. Jo. Gar nicht so weit gefehlt, ne? Was für ein Ding? Das ist gar nicht so weit gefehlt. Also mit dem, was ich heute gefunden habe, bevor ich gestorben bin, wären es locker 20 Stacks gewesen. Komm mal ran jetzt hier, was machst du da? Ich hab Kohle abgebaut. Ach so. Ich dachte, du standst einfach rum. Ja. Hallo Kripperman. Bitte sterben, danke. So, wir müssen einmal hier bis an das andere Ende der Schlucht. Eine Sekunde bitte. Hallo. Hallo. Oh, oh nein, mein Essen. Oh, mein Magnet hat mein Essen gerettet. Wie geil. Ist also irgendwas Magnetisches. Hm. Ja, nichts zu futtern. Ehrlich jetzt? Ja, ich hab schon noch was, aber ich. Das Blöde ist, dass das halt immer nur bis viermal stackbar ist, ne? Was sagt die Map? Okay. Die Map sagt guten Tag. Wo ist Lukas? Ach, da oben. Da oben irgendwo. Ich bin gerade hier alles am wegmachen, damit wir hier ganz safe beim nächsten Mal langlaufen können. Warum sind die Fackelstube? Oh, egal. Nein. Was? Nee, nix, alles gut. Meine Fresse, wie viele Rucksäcke ich jetzt schon voll hab. Wie viele Rucksäcke hast du denn mit? Mit habe ich. Ja, 12 wahrscheinlich, ja. Und voll habe ich jetzt 4 schon mit wertvollen Sachen. Und einen mit Steinen und sowas. Okay. Oh, ich sammle gerade ganz viel Zylit. Ja, ich auch.